والعصر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد كسر هذا برنامج كنا نمتع عن كذا اللي نو لبقى فو مسلنا أو لا لا أو متانا أو متى أو كذا أي أقبل كودا أما بكسو بيرستو ذا دين الإسلام كا مقال ذا أفهم بخ هل كا نك كنا لو مهري ولا نصاحبنا هاي أو مقعد صلى الله عليه نجيب أو كغرستي متانا هميت كم بدأ Anschluss dann inshallah eine Ehe durchführen. Inshallah. Ich würde gebeten, ein paar Worte dazu zu sagen, ein bisschen das so einzuleiten, quasi, bis ich dann das Wort übergebe, also allgemein zum Ablauf. Wir würden dann jetzt erstmal quasi die Shahada und die Konvertierung durchführen. Im Anschluss dann würde ich einen kurzen Vortrag mit einem Übergang machen zum Nikah, zum Ehevertrag. Und dann noch kurz, bevor ich dann das Wort übergebe an den Imam, das nochmal erklären, ein bisschen vom Prozess her, weil das vielleicht von der Sprache her etwas komplexer vielleicht oder ein bisschen schwieriger auch ist. Deswegen habe ich darüber nicht. Okay? Bismillah fangen wir an mit der Shahada, inshallah. Mit wem beginnen wir? Ich würde vorschlagen, mit der Schwester zuerst, wenn es okay ist. Du bist dann auch die zukünftige Ehefrau, richtig? Nein. Du bist die Ehefrau. Okay, schön. Danke. Dann beginnen wir, inshallah, mit dir. Erstmal im Generellen vielleicht die Basis quasi oder die Grundlage, was unterscheidet einen Muslim von einem Nicht-Muslim? Im Grundsatz ist die Konvertierung zum Islam ja etwas, was Allah subhanahu wa ta'ala sehr leicht gemacht hat. Allah ta'ala hat bestimmte Ideen oder bestimmte Überzeugungen nur zur Grundlage gemacht, die einen Unterschied machen zwischen ein Nicht-Muslim zu sein oder ein Muslim zu sein. Und das sind 6 Punkte. Und diese 6 Punkte beinhalten der Iman an Allah, der Iman an Muhammad sallallahu alaihi wasallam als letzten Gesandten, der Iman an die Bücher, der Iman an die Engel, der Iman an, dass es ein jenseitiges Leben gibt und der Iman an das Schicksal und die Bestimmung im Guten wie im Schlechten. Jetzt, der Iman an Allah beinhaltet, dass es niemanden neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt, der ein Entscheidungsrecht hat, der anbetungswürdig ist, der vererbar ist, außer illallah, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist der einzige Schöpfer, der einzige Gott dieses Universums. Er ist der einzige Gesetzgeber, er ist der einzige, der über richtig und falsch urteilen kann. Er ist der einzige und er hat die einzige Macht dazu, aus dem Nichts zu erschaffen. Jetzt, Allah subhanahu wa ta'ala hat Gesandte geschickt auf diese Welt und wir sehen in der Menschheitsgeschichte viele Menschen, die behauptet haben, Propheten zu sein oder die von sich gesagt haben, Propheten zu sein. Der Unterschied zwischen einem Lügner und einem wahrhaftigen Propheten war immer, dass sie ein Wunder mitgebracht haben. War immer, dass sie einen Beweis mitgebracht haben für ihr Prophetentum. Das Wunder von einem Propheten war immer sein Beweis dafür, dass er wahrhaftig ein Botschafter ist von demjenigen, der das Universum und alles geschaffen hat. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam und warum wir letztendlich Muslime geworden sind, weil wir sehen auch Daud, zum Beispiel Sabea, wir sehen Musa alaihi wasallam mit der Tora, wir sehen Isa alaihi wasallam mit der Bibel, wir sehen Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit dem Koran. Jeder hat seine Botschaft gebracht, aber warum sind wir am Ende mündig wie im Islam? Weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Gegensatz zu den Propheten von davor nicht Wunder gehabt hat oder eine Botschaft gehabt hat nur für ein Volk, sondern seine Botschaft als letzter Gesandter für die gesamte Menschheit bis zum jüngsten Tag ist. Das bedeutet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seinem Wunder, was er gebracht hat, war der Koran an sich. Der Koran ist ein sprachliches Wunder und ist unwiderlegbar bis heute. Es gibt niemanden, der etwas Ähnliches produzieren kann, wie die kurze Sure, 2,5 Sätze, die ansatzweise so geschrieben werden können oder so produziert werden können wie diese Ayat, also Sura Kauthar als Beispiel.
Das bedeutet also, der Iman an Allah als Einziger, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein letzter Gesandter ist und für die gesamte Menschheit gekommen ist. Und mit seiner Botschaft, mit dem Koran, als Botschaft, als letzte gültige Offenbarung sozusagen, bis zum jüngsten Tag. Und dann die Iman an die Malaika, an die Engel, die sozusagen die Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala auch den Engeln, den Propheten beigebracht haben. Und weiterhin dahingehend, dass wir an einem Leben nach dem Tod Iman haben und dass nach dem Tod die Reise nicht zu Ende ist. Der Iman an das Schicksal und die Bestimmung im Guten wie im Schlechten, das bedeutet, ob etwas Gutes mir passiert, ob ich viel Geld bekomme, ob ich einen guten Job habe, ob ich einen schlechten Job habe, was ich nicht beeinflussen kann, ob ich gesund bin, ob ich krank bin, egal was passiert, ist von Allah subhanahu wa ta'ala und ist für mich eine Prüfung in dieser Dunya. Sagt Allah im Koran, wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Wir haben die Menschen und die Jinn nur erschaffen, damit sie mir dienen und in dieser Dunya, in diesem Diesseits quasi sind, damit sie geprüft werden darauf, wie wir Allah subhanahu wa ta'ala dienen. Und manchmal Allah ta'ala dient uns mit Erschwänzen, manchmal Allah ta'ala gibt uns Erleichterung im Leben. Es gibt schöne Dinge, es gibt eine Achterbahnfahrt, wir kennen das Leben ja alles. Das bedeutet nur, ich wollte das einmal so grob beleuchten, um einfach nur nochmal, bevor wir dann die Scherze sprechen, vielleicht auch die Frage dann an euch. Weise davor, gibt es von eurer Seite Fragen noch dazu, etwas, was noch offen ist? Gibt es etwas, was vielleicht noch final geklärt werden sollte davor? Irgendetwas in die Richtung? Also ich bin definitiv sicher. Okay, dann. Kann ich dann fragen, vielleicht, was sich dazu bewegt hat davor, nur in ein paar Sätzen kurz, um zu erläutern, wie es dazu gekommen ist? Also, ich habe mich auch in meiner Religion, ich bin evangelisch, und ich habe mich in der Kirche darüber viel informiert, über die Pfarrerin, aber ich war nicht so von der Religion überzeugt. Und vor zweitem habe ich den Islam kennengelernt und ich habe immer mehr gefragt, wer mich interessiert dafür. Und viele Sachen sind mir im Islam klarer geworden als bei Christen. Ja, also bei Islam ist so viel mehr, da etwas wird gesagt und man muss gar nicht mehr hinterfragen, weil es schon so klar ist. Das ist das, wo der Westen auch versucht, ich war selber auch evangelisch, deswegen kann ich das nachvollziehen. Der Westen versucht ja oft, uns als Fanatiker darzustellen, als Muslime. Das, was der Westen nicht versteht, dass dieses Nicht-Hinterfragen von den Gesetzen basiert auf dem, was ich davor gesagt habe. Wir sind überzeugt davon, dass Allah Ta'ala der einzige Schöpfer ist. Wir sind überzeugt davon, dass Muhammad der letzte Gesandte ist. Und der Beweis dafür ist der Koran an sich. Und wenn jetzt im Koran ein Problem kommt, dann wissen wir, es ist schon von Grund auf, es ist von Allah. Das heißt, wir brauchen nicht nochmal darüber zu diskutieren und philosophieren. Es ist klar, genau. Und sie versuchen das ja oft in die negative Schiene zu machen. Aber wir wissen ganz genau, dass das eigentlich die Paradigma ist. Möchtest du noch ein paar Sätze sagen, Richter? Also ich habe mich auch informiert über Islam durch sie. Ich bin auch durch sie darauf gekommen. Ich finde auch besser, mehr okay, dann zögern wir es nicht hinaus. Schade. Wollt ihr zusammen sagen oder sollen wir eins nach dem anderen sagen? Dann vielleicht könnt ihr auch nicht. Ich meine, ihr seid Schwestern, vielleicht ist es für euch so eine. Ja, kannst du es nochmal? Zögern wir es nicht. Zusammen? Ja. Dann würde ich es erst auf Arabisch sagen und dann nochmal auf Deutsch, damit wir wissen, oder wollt ihr erst auf Deutsch sagen, damit wir es wissen? Okay, dann machen wir es einfach auf Arabisch und dann direkt auf Deutsch. Ich spreche mir einfach nach. Eshedu. Enda. Ilaha. Illallah. Wa eshedu. Enna. Muhammada. Abduhu. Wa rasulu. Jetzt auf Deutsch einmal. Und wir fügen was Kleines hinzu, weil ich davor Christen war. So. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Und ich bezeuge, dass Isa, Jesus, ein Prophet und Diener Allahs ist. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Herzlich willkommen in der Christenfamilie der Welt, vielleicht. Alhamdulillah, vielleicht gehe ich direkt über, um den Übergang zu machen, dass wir zum Nikah dann rüberkommen.
um noch ein paar Worte nur zu sagen, weil wir in einer außergewöhnlichen Situation jetzt gerade sind. Alhamdulillah, frisch konvertiert. Alhamdulillah, wir stehen direkt davor, die Institution der Ehe aufzubauen von euch. Und Alhamdulillah, etwas Besonderes, was hier passiert, ist auch etwas, als der Bruder Farah mich gefragt hat, ob ich vielleicht ein paar Worte fragen kann. Ich musste sofort an die Ayah denken, wo Allah von einem Koran sagt, und wir haben euch aus Männern und Frauen erschaffen und aus Völkern, damit ihr einander kennenlernt. Subhanallah, der Islam ist gekommen, nicht nur für ein bestimmtes Volk, nicht nur für die Araber, für die Türken, für sonst wen, sondern der Islam ist gekommen für die gesamte Menschheit. Und das Schöne ist, auf dem Iman an Allah und seinen Gesandten und an sein Buch in der Dienerschaft gegenüber Allah Ta'ala sein Leben zu verbringen. Die Institution der Ehe, wir sind gelöst von Hautfarbe, Sprache, was auch immer. Und in dieser Eier wird das sehr deutlich, wo Allah Ta'ala sagt, wir haben uns mit Völkern gemacht, damit ihr einander kennenlernt. Und ich denke, gerade dann heute, wenn wir die Institution der Ehe eingehen und als frisch konvertierte Schwester mit dem somalischen Bruder hier, ist etwas, was diese Eier, denke ich, mehr ausdrückt als alles andere oder was einen das sehr gut verstehen lässt. Weil bei uns gibt es nicht diesen Bund, das ist der einzige Bund zwischen uns ist, und Allah Ta'ala sagt es in der Eier danach auch, wo er sagt, und der Angesehenste unter euch ist der Gottesfürchtigste. Es gibt keinen Unterschied unter den Menschen, egal ob er der größte Milliardär ist, ob er Jeff Bezos oder Elon Musk reich ist, oder ob er in Bangladesch auf den Straßen arm ist quasi. Allah Ta'ala sagt hier ganz klar, inna akramakum inda Allahi atqakum. Also das heißt, der Angesehenste, der Beste bei Allah ist derjenige, der Allah Ta'ala am meisten fürchtet, beziehungsweise sein Leben am meisten in seiner Dienerschaft verbringt. Und das entscheidet über den Rang und die Stellung unter den Menschen, wie man unterscheidet in dem Sinne. Und es gibt keinen anderen Unterschied darin. Warum erwähne ich das auch? Weil wir leben in Zeiten und wir leben auch in einem Kontinent in Europa, wo bestimmte Ideen entstanden sind, die heute auf dieser Erde sehr viel Unheil anrichten. Und da sprechen wir über den Nationalismus. Nicht nur in Deutschland und die Nazis sind das Problem, sondern allgemein die Konzepte, die wir heute haben von Nationalstaaten, dass man sich organisiert und sagt, ich und mein Volk nur, ist etwas, was eigentlich dem Grundsatz des Islams widerspricht. Weil der Islam gekommen ist, um die Völker miteinander zu vereinen. Und deswegen auch jetzt gerade in dem Kontext zu konvertieren, mit dem Kontext von in Zeiten, wo die Menschen so gespalten sind untereinander, wo die Menschen untereinander sich aufgeteilt haben in Ethnien, Völker und so weiter und so fort. Und diese Kernidee des Islams zu praktizieren, zu sagen, dass die wahre Religion mit, es gibt nicht diese spalterischen Grenzen quasi, die zwischen den Menschen aufgezogen würden, die eigentlich nur künstlicher Natur sind und eigentlich gar keine Trennung zwischen uns sind, sondern nur etwas, was künstlich aufgesetzt wurde und was sehr viel Unheil unter uns geschaffen hat, was der Islam eigentlich von Grund auf abgeschafft hat, mit einer der ersten Ideen, die abgeschafft wurde. In der Ehe wird das nochmal deutlich, in einer Ehe, in der Allah Ta'ala den Mann und die Frau beschreibt, als ein Kleidungsstück für das andere. Das ein Kleidungsstück oder etwas, womit man sich quasi verdeckt. Allah Ta'ala sagt hier, die Frauen sind für den Mann ein Kleidungsstück und die Männer für die Frauen einander. Und die Erläuterung von diesem Vers ist sehr interessant, weil Allah Ta'ala hier das Beispiel macht von, dass die Kleidung der andere Ehepartner für den anderen ist. Zwischen der Kleidung und der Haut ist nichts anderes. Zwischen der Haut, also das, was einem am nächsten ist, ist die eigene Kleidung. Und Allah Ta'ala in dieser Ayah macht ein Beispiel, um zu zeigen, Mann und Frau sind einander, die Kleidung ist auf der einen Seite ein Schutz. Das heißt auch, die Frau ist für den Mann und der Mann für die Frau ein Schutz. Andererseits auch ist der Frau dem Mann und der Mann der Frau das Nächste überhaupt, was es sein kann. Das heißt, man findet Geborgenheit beieinander, man findet Schutz beieinander. Man findet Sicherheit beieinander. Und auch Allah Ta'ala beschreibt, wie Teskuno Ileha, dass wenn Mann und Frau zusammenkommen, sie finden Asakin. Und Asakin ist, Teskuno Ileha, bedeutet, sie finden Ruhe, Geborgenheit beieinander. Und das entsteht basierend auf dem Führen eines Lebens, basierend auf dem gleichen Lebensstil. Ja? Und deswegen auch hier die Konvertierung und das Verbringen auf dem Weg des Islams in der Ehe ist etwas,
was einem sehr viel Geborgenheit geben wird, wo man sich gegenseitig unterstützen wird, wo auch der Aufruf an euch quasi ist, dass man sich gegenseitig diese Geborgenheit aufbaut, dass man sich